geht ab, Hustler? Mein Name ist Dean Tramp. Ja, cool, dass du am Start bist und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Heute gibt es wieder Tipps auf den Nacken von mir, denn ihr wolltet alle wissen, wie es aussieht, wenn man jetzt zum Beispiel auf dem Flohmarkt was eingekauft hat, im Second-Hand-Laden was eingekauft hat oder von zu Hause aus was loswerden möchte. Ja, was soll ich sagen, ihr wolltet alle Anleitungen haben, ihr wolltet alle sehen, wie ich die Sachen verkaufe und deswegen habe ich mich heute Morgen nicht lumpen lassen und habe gesagt, komm, drehst du mal schnell für die Strolche. Falls du auf jeden Fall das erste Mal am Start bist, dann drück hier unten mal auf den Abonnieren-Button, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, ist for free und hier gibt es auch Wissen for free, deswegen es lohnt sich auf jeden Fall hier drauf zu drücken. Naja, eBay Kleinanzeigen, ich habe mir natürlich eine Sache rausgesucht und das ist diese. Wir werden heute einen alten, vermoderten Game Boy Advance in schwarz verkaufen. Ja, er funktioniert und das Coole, er ist vollständig, denn die Batterieklappe ist noch am Start. Das bedeutet, wir haben keine Geldeinbuße, denn wenn die fehlt, dann können wir auf jeden Fall schon mal einen Fünfer runterrechnen. So, wir haben dieses Gerät und zusätzlich habe ich noch dieses Mario Kart hier, denn es ist immer cooler, Dinge mit einem Spiel zu verkaufen. Vor allem Mario Kart ist ja immer beliebt, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und da kann man dann direkt loslegen zu zocken, falls man jetzt irgendwie eine Nostalgie-Flash hat. Gerade bei solchen Nostalgie-Geräten ist es so, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel am Wochenende ein Sit-In habt, ihr kennt das wahrscheinlich, ihr trinkt ein paar Bierchen und dann sagt ihr, ey, Leute, wie geil waren das damals, Monopoly oder ein Super Nintendo mit Mario oder mit Mario Kart oder sonst was. Und deswegen gucken die Leute dann am Wochenende oder kurz vor dem Wochenende nochmal schnell bei eBay im Umkreis und schauen dann so, okay, was kann ich da holen für den Sit-In-Abend mit meinen Jungs. Und die Perlen kennen das natürlich auch. Ihr sitzt dann mit euren Mädels da und auf einmal sagt eine so, ey, wisst ihr noch damals dieses Karaoke-Spiel SingStar und so? Deswegen, es gibt solche Nostalgie-Flashes und da kann man halt gut Geld mitmachen. Sowas kann natürlich passieren, aber ich würde darauf jetzt nicht spekulieren. Es kann natürlich sein, dass jetzt jemand sagt, oh, ich will das jetzt unbedingt spielen, deswegen gebe ich den Höchstpreis dafür aus, weil ich das jetzt sofort haben will. Das passiert allerdings ziemlich selten, deswegen würde ich mich irgendwo in der mittleren Preiskategorie einordnen und gucken, dass ich das Ding auf jeden Fall wegbekomme. Denn jahrelang auf irgendeinem Gerät zu sitzen, macht auch keinen Spaß. Im Winter verkauft man gut, in den Sommerferien eher schlecht. In den Sommerferien sind die Leute unterwegs, im Urlaub, wie auch immer. Und im Winter suchen die Leute Geschenke, deswegen geben die auch ein bisschen mehr Geld aus. Wenn jetzt natürlich der kleine Neffe sagt, ich suche jetzt ein Super Nintendo oder ein Game Boy Advance, dann geben die natürlich auch für diesen Game Boy Advance mehr Geld aus, als wenn die jetzt einfach so mal rumstöbern und sich denken, oh, Game Boy Advance, den kaufe ich jetzt mal. Wir befinden uns jetzt hier an meinem Tisch, wo ich immer alles aufbereite, sauber mache und ausprobiere. Ausprobieren ist natürlich auch das richtige Stichwort, denn wir müssen natürlich gucken, ob das Ding funktioniert, denn wir wollen nichts Kaputtes verkaufen. Deswegen nehmen wir uns hier so ein paar Batterien und dann probiert einfach mal aus, ob das Ding funktioniert. Funktioniert. Im Internet kann man sich so Hüllen bestellen, das habe ich gemacht, da ist dann immer alles Werkzeug mit bei, neue Knöpfe, ein neues Display und wenn du möchtest sogar ein Hintergrundlicht, dann kann man nämlich seinen Gameboy umbauen. Manchmal findest du dann so ein Gerät hier auf dem Flohmarkt, das ist zwar günstig und so, aber es sieht halt nicht mehr gut aus und wenn man den dann so ein bisschen aufpäppelt und pimpt, dann geht der natürlich für mehr Geld weg. Das hier ist zum Beispiel ein fertiger Game Boy Color. Den habe ich mal richtig ramponiert für 1 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Da war alles kaputt, Batterieklappe hat gefehlt. Hier habe ich ein neues Display reingesetzt, Batterieklappe ist da, neue Sticker drauf, eine ganz neue Hülle, neue Tasten. Ja, und jetzt sieht der wieder aus wie neu. Ihr müsst natürlich, wenn ihr sowas macht, dazu schreiben, dass der dann modded ist, ne? Also dass der nicht original ist. Wenn ihr das mal sehen wollt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da. Dann sehe ich das, dann zeige ich euch mal, wie man das vernünftig macht. Jetzt aber wieder zurück zum Game Boy Advance. Wir werden den jetzt schön machen, aufbereiten, sodass der für die Anzeige richtig schön aussieht und dass sich dann der Käufer auch darüber freut. Manchmal sind Stickerreste, Aufkleber oder sonst was auf dem Game Boy bzw. auf der Kamera oder der Konsole. Dafür nehme ich diesen Aufkleberentferner. Der eignet sich super für Klebereste. Außerdem feuchte Hygienetücher bzw. Wattepads, damit wir den richtig schön sauber bekommen und dass da jetzt nicht unbedingt die restlichen Bakterien noch drauf sind. So, sauber gemacht ist er nun, er ist aufbereitet und jetzt wird das Foto geschossen. Ich habe hier so eine kleine Fotobox, die ist beleuchtet mit einer Powerbank. Die verlinke ich euch unten auch mal in der Infobox. Hier könnt ihr kleine Gegenstände reinlegen, dann haben die halt sozusagen keinen Hintergrund, das sieht super aus. Oder ich nehme diesen Hintergrund hier, das sind meine OVPs, also meine Originalverpackung. Wenn ihr so eine noch übrig hättet für diesen Gameboy, dann wäre das natürlich super. Allerdings habe ich den natürlich ohne gefunden und das ist jetzt meine, die lege ich nicht dazu. Aber dann kriegt ihr auf jeden Fall mehr Geld. Ich könnte den natürlich auch hier vorstellen, ich mache das mal so hier einfach. Seid da einfach ein bisschen kreativ und wenn man jetzt hier rangeht, dann sieht das schon lecker aus. Und du kannst mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was besser aussieht. Entweder vor den OVPs oder in der Fotobox. Schreib mal rein.
Das hinter mir ist eine Studioleuchte, die habe ich angemacht, die benutze ich auch zum Film und so, aber diese sind super, um Sachen in Szene zu setzen. Wenn du jetzt ein Kleidungsstück hast oder du hast ein Gerät oder eine Kleinigkeit wie bei mir, es stellt die Dinge einfach in einem besseren Licht dar. Wenn du sie dann also mit einer Spiegelreflexkamera oder mit einem iPhone fotografierst, dann sieht das einfach besser aus. Es kann natürlich sein, dass du das Geld nicht hast, beziehungsweise es nicht investieren möchtest, aber denk auf jeden Fall darüber nach, wenn du das öfter machst, wenn du mehr Sachen reinstellst, mit einem besseren Licht verkaufst du auch mehr. Bevor wir jetzt gleich ins Loft switchen und den Gameboy reinstellen, erzähle ich euch nochmal kurz was zur Verpackung. Und zwar haben wir einen Luftpolsterumschlag, habe ich im letzten Video erwähnt. Falls ihr das nicht gesehen habt, findet ihr auch unten in der Infobox. Hier sind Luftpolster drin, also da passiert nichts. Wenn ihr jetzt was Kleines habt beim Gameboy, ist der vielleicht ein bisschen zu groß. Holt da auch eine Nummer kleiner, weil dann könnt ihr das so günstig wie möglich verschicken. Und falls der Artikel ein bisschen größer ist, nehmt ihr euch hier einfach so einen gebrauchten Karton, wie bei mir jetzt zum Beispiel von Amazon. Oder ihr geht ins Schuhfachgeschäft und holt euch da umsonst Kartons. Wenn ihr euch sowieso einen Karton holt, dann könnt ihr auch gleich bei der Post vorbei und euch hier so einen Tesafilm holen, um das alles vernünftig zu verpacken. Und gleichzeitig könnt ihr euch diese Versandetiketten hier mitnehmen. Da steht der Empfänger und der Absender drauf, die füllt ihr aus und bringt das Ganze dann einfach zur Post. So, jetzt befinden wir uns in der eBay Kleinanzeigen-App. Die ist natürlich kostenfrei für jedes Gerät verfügbar. Deswegen, die könnt ihr euch einfach ziehen und dann könnt ihr direkt loslegen. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Startbildschirm. Wir müssen aber in den Inserieren-Bereich. Wie man sieht, habe ich dort schon mal zwei Fotos hochgeladen. Das ist einmal die Frontansicht von dem Gameboy und die Draufsicht. Ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Jetzt fehlt uns nur noch der Titel, die Kategorie, der Preis und die Beschreibung. Deswegen legen wir direkt mit dem Titel los. Ich schreibe da jetzt einfach mal Game Boy Advance rein. Achtet auch darauf, dass ihr Ich biete angeklickt habt, anstatt Ich suche, denn ihr bietet ja etwas an. Außerdem schreiben wir nochmal Game Boy zusammengeschrieben rein. Die Farbe des Geräts, hier haben wir schwarz und das Spiel Mario Kart. Jetzt müssen wir noch eine Kategorie festlegen, die ist natürlich von Artikel zu Artikel unterschiedlich. Allerdings befinden wir uns jetzt hier in der Elektronik bzw. der Videospiele, der Nintendo-Spiele. Da sind wir beim Preis. Der Preis ist natürlich euch überlassen, ihr könnt viel oder wenig nehmen. Ich nehme jetzt für alles 25 Euro, das ist etwas weniger als normal, denn das Spiel kostet 15 Euro, genauso wie der Gameboy 15 bis 20 Euro kostet, wären ungefähr 30, 35 Euro. Aber ich will ihn schnell weghaben und deswegen etwas weniger, 25 Euro. Ihr könnt festlegen, ob das ein Festpreis ist oder ob ihr den verhandeln wollt. Ich habe jetzt hier einen Festpreis genommen, habe außerdem die Beschreibung eingefügt. Hallo, ich verkaufe einen alten Gameboy mit Mario-Spiel. Batteriedeckel vorhanden, ohne Batterien. Abholung möglich, Versand auch möglich, auch PayPal. Bedeutet, ich würde auch PayPal akzeptieren. Schlagwörter, damit ihr eventuell besser gefunden werdet. Mario Kart, Super Nintendo, 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 Games und Gameboy. Jetzt geben wir zum Schluss die Anzeige auf und dann warten wir darauf, dass sich jemand meldet und das Ding abholt oder per Versand kauft. So, Freunde, ihr seht's hier, jetzt wird mir auch schon geschrieben. Als letztes hat mir jetzt Sarah geschrieben, ich würde den, warte mal, jetzt kommt gerade Marvin rein. So ist der GBA noch zu haben. Naja, ich gehe jetzt mal auf Sarah hier. Hi, ich würde den Gameboy gern kaufen. Ist ja noch da, mit freundlichen Grüßen. So, ich kann jetzt Sarah direkt zurückschreiben, kann sagen, jo, du kannst ihn abholen, beziehungsweise ich sende ihn dir. Und ja, so weit, so gut. Ich hoffe, dir hat das Video etwas gebracht. Das war jetzt eBay Kleinanzeigen. Ich werde in Zukunft natürlich noch die anderen Plattformen machen. Falls dir das Video gefallen hat, lass mir auf jeden Fall ein Abo da, wie am Anfang schon erwähnt. Ein Daumen nach oben wäre natürlich auch mega geil. Und ja, keep the grind alive. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. See you later.